Ich fühle mich unwohl. Aufgepasst! Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Handeln ist gut. Zusammengepflegt, mich über ihre Schulter geworfen und sich den Weg durch den Rest des Gebäudes freigekämpft. Die ganze Zeit über mit dir auf den Schultern? Unglaublich, nicht wahr? So kann man's auch ausdrücken. Deacon hat mir erzählt, dass du im Alleingang Carringtons Prototypen gesichert, ein Minenfeld entschärft und 100 Gen 1 Synths erledigt hast. Ist das auch nur ansatzweise wahr? Wir haben den Auftrag erledigt. Ist der Rest wirklich so wichtig? Wohl nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass Deacon ein ganzes Team inklusive Glory braucht, um diesen Prototyp zu sichern. Stattdessen habt ihr zu zweit das gesamte Switchboard gesäubert. Es wäre Wahnsinn, sie nicht aufzunehmen, Daz. Du hast Deacon ganz schön beeindruckt. Er hat noch nie in so hohen Tönen von jemandem geschwärmt. Wahrheit hin oder her. Willkommen bei der Railroad, Agent. Freut mich, an Bord zu sein. Offenbar haben wir großes Glück, dich auf unserer Seite zu wissen. Du bist also dabei. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie wir dich nennen sollen. Geheimnisse halten uns am Leben. Dazu gehören auch Codenamen. Wie lautet deiner? Hast du Vorschläge? Nein, so funktioniert das nicht. Dein Leben, dein Name, deine Entscheidung. Nennt mich Whisper. Nach Tommy? Oder egal, passt auf jeden Fall. Dein erster offizieller Auftrag ist es, Dr. Carrington seinen Prototypen zukommen zu lassen und ihm deine Hilfe anzubieten. Aber zuerst möchte ich dir den Rest der Bande vorstellen. Der Standort unseres Hauptquartiers ist eines unserer bestgehüteten Geheimnisse. Sei also vorsichtig, wenn du kommst oder gehst. Man weiß nie, wann man beobachtet wird. Thank you.
So, hier ist es. Hat zwar nicht den Komfort des Switchboard, aber es ist sicher. Und wir haben Vorkehrungen getroffen, damit wir nicht noch einmal überrascht werden. Im Moment läuft alles ein wenig chaotisch, also gibt es eine Menge für dich zu tun. Hört mal alle her. Das hier ist Whisper. Sie war mit Deacon zusammen auf dem Switchboard-Einsatz. Sie ist mit sofortiger Wirkung ein vollwertiger Agent. Ich verlasse mich darauf, dass ihr alle ihr zeigt, wie die Dinge laufen. Heißt sie bei uns an Bord herzlich willkommen. Das war alles. Schön, dich bei uns zu haben. Brauchst du irgendwas? Kannst du dir mal diese Baupläne ansehen? Ein Wissenschaftler namens Virgil meinte, sie würden mir dabei helfen, ins Institut zu kommen. Deshalb diese Sache mit dem Runner-Chip. Du brauchtest die Frequenz, schätze ich. Wieso? Was macht diese Maschine? Wusstest du, dass das Institut einen Teleporter hat? Sie nennen ihn Molekulartransmitter. Wir versuchen schon seit Jahren, mehr über Transportmöglichkeiten des Instituts rauszufinden. Viele gute Agenten haben ihr Leben gelassen. Alles vergebens. Dank dir haben wir endlich die Antwort. Teleportation. Dass das Institut so etwas... Naja, machen wir uns an die Arbeit. Das hat jetzt oberste Priorität. Ich will, dass Tüfteltom dir hilft, damit dieses Gerät so schnell wie möglich fertig wird. Bereit, mir die Pläne zu zeigen? Jetzt geht's ums Ganze. Hier bitte. Schauen wir mal, was wir alles brauchen. Oh, wer hat das denn geschrieben? Ein Kind mit einem Wachsmalstift? Scheiße, das war ein wirklich großes Kind. Oh Mann! Molekularübertragung über verschlüsselte Radiowellen. Diese Eierköpfe des Instituts sind echt verrückt. Und man kann das Signal mit Hilfe eines modifizierten Transmitters abfangen. Wie ein Piratensignal, verstehst du? Das ist echt krass. Ich wusste, du würdest das Zeug verstehen, Tom. In den Plänen ist der ganze Hightech-Eierkopf-Scheiß drin. Aber es fehlen jede Menge technische Details. Die zu ergänzen wird eine Weile dauern. Das Teil hier, die stabilisierte Reflektorplattform. Dafür brauchen wir nur etwas hochwertiges Metall. Das sollte kein Problem sein. Bis du das Ding fertig hast, sollte ich auch mit dem Rest durch sein. Was brauchen wir, um das Teil zu bauen? Die Teile für die Plattform bekommen wir zusammen. Das ist kein Problem. Aber wo sollen wir sie bauen? Wir werden eine Menge Platz brauchen. Das Baby ist riesig. Ich weiß, dass Pam nach einer guten Stelle für einen neuen Unterschlupf gesucht hat. Da hätten wir eine Werkstatt und viel Platz. Und den Segen ihrer Vorhersagealgorithmen gibt's noch dazu. Sobald du den Unterschlupf vorbereitet hast, bringen wir das Material vorbei. Oder du baust deine eigene Plattform, irgendwo anders. Deine Entscheidung. Schön, dass du dabei bist. Jetzt kriege ich auch meine Nacht frei. Geh davon aus, dass du da oben beobachtet wirst. Immer. Achte darauf, dass dir hier niemand folgt. Dann sind wir nämlich auch dran. Willkommen in der Familie. Bestätigt. Agent Flüsterer ist hier. Ich habe eine Mission für Sie. Sofern die Effektivität des Verkehrsablaufs nicht erhöht wird, steigt täglich das Risiko, dass die gesamte Organisation kompromittiert wird. Lösung: Ein neues Verteilungszentrum muss entstehen.
Ein Verteilungszentrum? Was ist das denn? Die Organisation Railroad bezeichnet Verteilungszentren als Unterschlüpfe. An diesen Orten werden Synths gelagert und dann sicher durch die Region Commonwealth weitergeleitet. Fahre fort mit Missionsinformationen. Befrieden Sie den Zielort. Befestigen Sie die Position zum Schutz aktueller und künftiger Railroad-Posten. Das neue Verteilungszentrum trägt den Codenamen Unterschlupf Mercer. Viel Glück! Ah, das ist doch unser neuester Agent. Desdemona hat gesagt, dass ich dir das hier geben soll. Das zu finden war eine herausragende Tat, aber darum geht's gar nicht. Du hast keinerlei Ausbildung und wir kennen dich kaum, aber trotzdem nimmt es dich bei uns auf. Wäre schön gewesen, wenn sie das mit ihrem Stellvertreter besprochen hätte. Aber passiert ist passiert. Wenn du schon mal hier bist, kannst du auch etwas für uns tun. Sag mir, was du brauchst, Doc. Einer unserer Feldagenten, der alte Stockton, braucht Hilfe bei einem entlaufenen Synth, H222. Also löscht das Hauptquartier wie üblich die Feuer, die anderen zu viel Arbeit machen. Der paranoide alte Kauz verrät uns nicht mal das Problem. Er besteht darauf, dass wir uns die Info aus einem toten Briefkasten holen. Was ist ein toter Briefkasten? Gott im Himmel, ein toter Briefkasten ist ein Briefkasten mit einem Warnsignal. Wir verwenden diese Art der Kommunikation häufig, also halt die Augen offen. Wenn du Stockton triffst, verrät er dir nicht mal die Uhrzeit, bevor du ihm nicht das korrekte Gegenzeichen gegeben hast. Das aktuelle Zeichen ist, hast du einen Geigerzähler? Das Gegenzeichen dazu lautet, meiner ist in der Werkstatt. Zumindest das hat Deacon dir doch beigebracht, oder? Vertrau mir bei der Sache. Ich bekomme das schon hin. Du hörst dich tatsächlich recht überzeugend an. Stockton ist ein wichtiger Geschäftsmann in Bunker Hill. Der tote Briefkasten ist dort irgendwo. Über den Fluchttunnel hinten raus bist du schneller. Noch eine Stunde, dann ist meine Schicht zu Ende. Alles ruhig. Vorerst.